Zwei identische Geldautomaten. Scheinbar. Ich sehe nicht, dass irgendwas geändert worden wäre. So bemerke ich eigentlich nichts. Prinzipiell auf den ersten Blick sieht er gleich aus, außer die Seite, wo das Geld rauskommt. Stimmt. Hier wurde manipuliert. Wir machen in der Volksbank Pforzheim ein Experiment. Ein Geldautomat ist präpariert, so wie es im Südwesten von Kriminellen immer wieder gemacht wird. Wir lassen die Volksbankkunden Geld abheben. Der Vorgang wurde abgebrochen und durch technische Fehler aufgetreten. Das Geld kommt nicht raus. Ja? Das ist kein echter Automat. Das Geld bleibt drin. Das Geld kommt nicht raus. Die Klappe hat sich nicht geöffnet. Eigentlich müsste das Geld hier herauskommen, doch der Geldschlitz öffnet sich nicht. Der Automat ist nicht kaputt oder etwa leer. Das Geld wird hinter dem Geldschlitz festgehalten, für den Kunden nicht sichtbar. Cash Trapping. Andrea Bunjes kennt die neuen Tricks der Betrüger. Das Hessische Landeskriminalamt hat sich auf den Bankenschutz spezialisiert. Ja, das Geld kann ja nicht rauskommen, weil hier eine Blende davor gesetzt worden ist. Und der Kunde verlässt irritiert die Bank, wundert sich, dass das Geld nicht rausgekommen ist. In dem Augenblick kommt der Täter wieder in die Bank, entfernt anschließend diese Blende. Und auf der Rückseite sind halt aufgrund des doppelseitigen Klebebands halt ein, zwei Scheine dran kleben geblieben. Einfach, aber effektiv. Für Kriminelle attraktiv. Cash-Trapping verbreitet sich im Südwesten immer mehr. 2015 sind in Baden-Württemberg in mindestens 17 Landkreisen Bankautomaten manipuliert worden. Und auch in Rheinland-Pfalz nahm das Cash-Trapping erheblich zu. Auch hier waren rund 17 Landkreise betroffen. Was tun die Banken dagegen? Marco Kräuter ist IT-Dienstleister. Er berät die Volks- und Raiffeisenbanken in Sachen Sicherheit am Geldautomat. Cash-Trapping ist natürlich ein Thema für Volks- und Raiffeisenbanken und für alle anderen Finanzinstitute auch. Ist jetzt ein Phänomen, das in den letzten Jahren schon zugenommen hat, aber relativ konstant bleibt, wenn man von der Eintrittshäufigkeit. Auf der anderen Seite haben unsere Banken die Möglichkeit, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sind elektronische Module, also Anti-Cash-Trapping-Module nennt sich das, die entsprechende Manipulation erkennen und die Geräte bei Bedarf abschalten. Der Automat schaltet sich nach jedem Cash-Trapping-Versuch ab, auch bei unserem Experiment in Pforzheim. Wie reagieren die Bankkunden jetzt? Gleich wieder ins nächste Gerät gehen. Gleich dahin gehen und sagen, das stimmt was nicht. Nachts oder abends, wo die Bank geschlossen hätte, da hätten wir Pech. Wie also richtig verhalten? Der Kunde bleibt definitiv beim Geldautomaten und verlässt nicht die Bank. Er guckt sich einfach den Geldautomaten selber mal an. Vielleicht, ob dran manipuliert worden ist, ob da vielleicht eine falsche Leiste davor geklebt worden ist. Er sagt auf alle Fälle der Bank Bescheid, ruft die Polizei und auch auf den hilfsbereiten Dritten, von dem lässt er sich bitte nicht beeinflussen. Aufmerksam bleiben, das gilt beim Geldabheben immer, auch wenn Banken ihre Automaten sicherer gemacht haben. Skimming, bis vor kurzem noch eine weit verbreitete Betrugsmasche. Mit einer aufgesetzten Tastatur und einem Modul am Kartenschlitz haben die Betrüger die PIN erfasst und die EC-Karte ausgelesen. Das ist heute fast nicht mehr möglich. Viele Banken haben Karten und Tastaturen sicherer gemacht. Sogenannte Anti-Skimming-Module, die verhindern bzw. erkennen, ob ein Gerät manipuliert wurde oder nicht. Und gleichzeitig, was dazu kommt, ist die Weiterentwicklung der Chip-Technologie auf den Bankkarten. Die es verhindern, kopierte Karten im Ausland so ohne weiteres zu nutzen. Eine andere Masche hat in den vergangenen Monaten zugenommen. Die Täter spähen die PIN bei der Eingabe aus. Dann ein Ablenkungsmanöver. Kleingeld fällt zu Boden. Die Täter schnappen sich die Karte und buchen am nächsten Automaten mit der geklauten Karte Geld ab. Nach Möglichkeit sich nicht ablenken lassen, sich nicht vom Geldautomaten entfernen. Sollte das aber trotzdem der Fall sein, dass sie halt so überrascht sind und sich umdrehen, der zweite Täter könnte halt ihre
Karte schon entfernt haben, ihre PIN ausgespäht haben und wenn ihnen das auffällt, sofort über den Sperrnotruf 116 116 sperren lassen. In Pforzheim lösen wir jetzt unser Cash-Trapping-Experiment auf und zeigen den Bankkunden, wo ihr Geld steckt. Der ist tatsächlich manipuliert, der Automat. Nicht schlecht. Also ich gehe weg praktisch und der Nächste holt sich dann das Geld. Ich hätte es mir aufwendiger vorgestellt. Total simpel. Ja, ist das ja einfach. Da sind Ihre 20 Euro. Ja, einfach eine Schweinerei, sowas zu machen. So werden wir unser Geld los. Sie gehen am nächsten Tag zum Schalter und die sagen dann, Sie haben doch Ihr Geld bekommen. Auf dem Auszug ist es doch abgebucht. Was passiert dann? Wenn der Kunde nicht merkt, dass der Geldautomat manipuliert ist und das Geld später auf dem Konto fehlt. Die Erfahrung der Verbraucherzentrale, um entschädigt zu werden, muss der Kunde die Manipulation nachweisen. Aber beim Cash-Trapping besteht einfach die Gefahr, dass der Kunde den Schaden erst sehr spät bemerkt und dann ein solcher Nachweis nicht mehr möglich ist. Wenn die Bank dann nicht aus Kulanz erstattet, sollte der Kunde auf alle Fälle Strafanzeige stellen, um einfach zu versuchen, über diesen Weg dann, wenn die Polizei die Videobänder auswertet, noch eine Möglichkeit zu haben, die Manipulation nachzuweisen. Bei unserem Cash-Trapping-Experiment haben die geprellten Kunden ihr Geld sofort wiederbekommen. Sie wissen jetzt, worauf sie beim Geldabheben achten müssen, damit sie nicht wirklich zu Betrugsopfern werden.